Sims 4. Ich werde euch heute zeigen, wie man Sims nachträglich bearbeitet. Dafür gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Es gibt zwei Methoden, die wir wählen können. Die erste Methode ist, hier ist mein Haushalt, den ich verarbeiten möchte. Die Familie Klee. Da gehen wir auf Haushalte, verwalten. Da haben wir unsere Familie. So. Und bearbeiten. Ne? So, und hier drinnen. Nase, Scheiben. Genau, diesen Sim habe ich mir jetzt ausgewählt, den ich bearbeiten möchte. Wie ihr seht, hier ist das Alter deaktiviert. Hier können wir nichts machen, aber wir können Name ändern. Ne? Also Name ändern. Hier alles Mögliche ist aktiv. Das könnt ihr alles verändern. Merkmale sind deaktiviert. Merkmale kann ich nicht ändern hier. Aber das Bestreben. Das Bestreben kann ich neu setzen. Das kann man aber auch im Spiel selbst. So, das wäre die eine Möglichkeit. Ne? Wie ihr seht, alles Mögliche. Hier kann man auch alles verändern. Ne? Also fast alles. Ne? Aber es geht auch alles. Ich werde euch zeigen nochmal, wie man alles verändert. Und das geht natürlich mit Cheats. Aber ich finde schon schön, dass Sims auch hier so teilweise verändern kann, dass man hier ein Sim hinzufügen kann und Name ändern, was ich auch nicht finde. So, aber wir wollen jetzt hier nichts machen, denn ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht mit Hilfe des Cheaten. Ne? So, dafür müssen wir in das Haushalt rein. Genau. Mal kurz laden. Ne? Ja, bei Sims lädt immer alles Ewigkeit. So, da sind wir. Mal eine kurze Pause. Okay, alles klar. So, ich habe ja gesagt, oh, die Arme. Ich habe ja gesagt, ich möchte diesen Sim ändern. Deswegen benutzen wir Steuerung, Shift und C, also alles zusammengedrückt. Und dann nutzen wir die Testing Cheats. Na, also damit können wir die erweiterte Cheats freischalten. Na, Enter. So, die sind jetzt aktiviert. Und das zweite Cheat, was wir brauchen, um Sim komplett zu verändern, ist der Full Edit Mode. Den werde ich jetzt mal reinkopieren, aber ihr seht ja auch im Bildschirm bzw. unten in der Beschreibung steht ja auch alles, könnt ihr euch auch mal rauskopieren. Das ist unser Cheat für Veränderung des Sims. So, dann einmal Enter, das haben wir jetzt. Schließen wir die Konsole. Und mit gedrückter Shift-Taste und Linksklick gelangt ihr in ein Menü. Und da können wir in Erstelle einen Sim ändern. Einmal auswählen. Mit so Benarla. So, und wie ihr jetzt gerade seht, wir können das Alter ändern. Na? Also, jetzt geht alles. Ja, voll süß. Ja, sehr süß. Okay, wir haben ja weiter Erwachsenen oder beziehungsweise jungen Erwachsenen. Ja gut, jetzt hat die alles rausgehauen, weil ich hier rumgespielt habe. Aber wie ihr seht, wir können hier wirklich alles. Was hatte ich denn eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Wissen finde ich cool. Oh, Wissen ist ja auch niedlich. Nehmen wir das. Und die Merkmale sind jetzt auch veränderbar. Normalerweise haut ihr nicht raus, aber das war jetzt nur, weil ich weil ich zu Baby gemacht habe. Ja, alles klar. So, und sonst alles andere ist ja auch änderbar. Ne? Also so, jetzt nehmen wir das mal an. Wie gesagt, auch ein Baby ist möglich und somit ist das hier natürlich ganz cool. Die zweite Möglichkeit ist,
Also erstmal hier das Shift und Linksklick. Jetzt haben wir aber auch hier Sim bearbeiten. Und da können wir auch mal rein. Na, das ist die zweite Möglichkeit bei diesem Cheat, die wir auch nutzen können. Und da gelangen wir genauso in denselben Menü, was wir waren gerade eben. Ja, Sinead, wir wollen. Ich hab mal ein Kind. Ein Kind finde ich süß. Haustier und der Robert ist der Bruder. So, alles klar. Und dann nehmen wir auch Bestreben, kreativ und ändern wir auf Boss. Das ist nicht genau kreativ. Ach so. Alles klar. Ja, ist doch niedlich, ne? Also es geht. Es geht alles. Als würden wir den dem Sim. Ich glaube, die muss ja auch Klee heißen, ne? So, und somit haben wir den Sim komplett verändert. Wir können auch das Aussehen und alles. Also somit ist das Sim, der Sim einfach jetzt ganz anders. Und als Kind unterwegs. Ist doch mal schön. So, jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Ja, jawohl. Da ist die Kleine. Ja, und somit haben wir das geschafft. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Cheaten beziehungsweise Sim verändern. Denn manchmal ist es halt nützlich. Gerade wenn man Ewigkeiten gespielt hat und das Sim ist dann irgendwann alt geworden und das ist ja halt nervig, ne? Also dann möchte man doch mal noch ein bisschen Spaß mit ihm haben. Und das ist ja halt sehr nützlich. Okay, dann haut mal rein und wir hören uns im nächsten Video. Ciao!